Meine Eltern, die haben den Betrieb gegründet vor ungefähr 35 Jahren. Letztendlich waren wir schon immer mit dabei. Wir waren als Kinder mit dem Papa auf der Baustelle, waren bei Kunden. Meine Tochter zum Beispiel, die hat schon ganz früh immer gesagt, oh, wenn das so nach Holz riecht, ich glaube, ich werde später mit dem Papa Häuser bauen. Es war von Anfang an immer ein Wunsch, hier dazu zu gehören und das weiterzumachen. Mein Vater ist leider 2016 an Krebs verstorben. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Unternehmen auf jeden Fall gemeinsam weiterführen wollen. Mein Name ist Karin Oster. Ich führe hier die Oster Dach plus Holzbau GmbH zusammen mit meinen Kindern. Mein Name ist Madeleine Petersen-Oster. Ich bin der Simeon Oster. Ich bin Laurin. Wir befinden uns hier in Bernkastel-Kues an der Mosel. Wir haben bis jetzt immer gesagt, gut, dass wir irgendwie zu viert sind, weil irgendwie jeder auch in eine spezielle Richtung ein bisschen mehr weiß. Man kann zusammen entscheiden, was wird investiert oder in welche Richtung soll es gehen. Man hat schon mal Diskussionen, aber wir ziehen da schon immer an dem gleichen Strang. Vertrauen, Verlässlichkeit und Respekt. Das sind Dinge, die uns ausgesprochen wichtig sind. Wir legen großen Wert darauf, mit unseren Mitarbeitern auf Augenhöhe zu arbeiten. Wir verlassen uns in ganzer Linie auf die Mitarbeiter, wir verlassen uns aber auch in ganzer Linie auf uns. Daraus resultiert natürlich auch, dass wir für diese Arbeit, die wir leisten, auch eine gute Betriebsausstattung haben. Und auch Händler und einen gewissen Kundenservice im Rücken haben, auf den wir uns immer verlassen können. Vater war da immer, dem war immer ganz wichtig, dass man eine gute Ausstattung hat und so ist der Betrieb gewachsen. Ja, ich sage eigentlich immer, irgendwie ist das eine Mission und man macht das auf jeden Fall aus Leidenschaften.